Aufnahme, mein Junge. Na sicher. So, jetzt kommt erstmal der Nidali-Bann, weil Eni sich einscheißt. Ne, die bannen Gragas und Nidali lassen die offen. Wenn er offen ist, ja, ne? Können wir machen. Die Sache, ne? Okay, wenn die jetzt Xayah gebannt haben, können alle. Die auf den Galio-Pick nicht mehr mit Xayah Rakan reagieren. Also. So, wir gehen erstmal auf Ryze. Erstmal Ryze, dann den ja, wir können es ja einmal versuchen. Urgott. Ist ja nicht schlimm, wenn man mit Nidali ein Game verliert. Aber wir verlieren eh nicht, von daher. Glaube ich auch nicht. Ist ein gutes. Glaube auch nicht. Schön rein carry, Freunde. Eine Option. Und der Gragas-Bären. 3, 2, 1. Juani, Alter? Als ob ich mit Juani spiele. Und vor allem, wenn, würde ich es nicht bannen, Alter. Jo, meine Juani ist genauso boosted wie alles andere, was ich spiele. Wie deine Rexa? Ja, genau, so ungefähr. Es gibt so viele geile Jungle Champs. Wie kann man nur zwei spielen? Ja, weil ich spiele nicht nur sind. Zwei. Kasim ist oben. Okay, Leute. Olaf? Ja, die First Pick. Olaf. Die werden halt für Galio gehen, denke ich mal, ne? Olaf. Und das hier ist? Ja, richtig. Olaf. Erik. Olaf. Günther. 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 Okay. Was haben wir gegen Skana im Angebot? Zack. Wie ist Nidalee gegen Skana? Nidalee prinzipiell? Ja. Geht. Ist okay. Also halt Pressure. Also willst du sie spielen oder nicht? Ist ja offen, ne? Wie du willst. Ja, ich kann die spielen schon. Ja, dann prove mal. Gehen wir für Nidalee? Lass doch einfach einmal ausprobieren, oder nicht? Ja, können wir machen. Ja, ja, klar. Also ist ja dein Call, wenn du sie spielen möchtest. Ja, pick ich Nidalee erstmal. So, was können wir jetzt von der Botlane picken oder so? Xayah gebannt. Ich könnte Varus gehen. Varus ist halt Arik, gegen. Arik gegen Skana. Sick. Gegen Skana. Ist halt ohne Flash. Was ist mit Tristana hier? Dann könnten die halt Caitlyn oder Varus picken. Ich ja, kann auch Caitlyn bleiben. Dann lass für. Lieber Varus gegen Skana. Ich hab das Gefühl mit Caitlyn. Caitlyn ist tausendmal besser gegen Skana. Okay. Ja. Dann. Gib mir Caitlyn. Da kommt der Luna. Dann haben wir auch nicht so viel Magic Damage, ja. Caitlyn hat halt viel mehr Range und kann mit dem E auch viel easy auch wegkommen. Okay. Wie wäre so die Lane Caitlyn, weiß ich nicht, Janna oder Caitlyn, Taric? Kommt daran, was die jetzt spielen, so. Also, ja, ich würde aber für Midi Support gehen, wenn die Range nicht Support haben, aber. Ja, ich meine allgemein. So die Karma wäre auch eine Option, denke ich. Caitlyn hat eigentlich mit allem gute Synergy. Wenn ihr was Quischiges, so wie eine Lulu picken, könnten wir natürlich auch einen Trash-Counter picken. Mal schauen. Die lassen sich aber auch gut Zeit. Okay, Varus. Ah, ist doch klar. Spielst du denn Corki? Kassio normalerweise. Talon? Was mit Zoe? Ist auch fein, aber... Ah, ist ganz okay. Aber ich sehe das gegen den Rest, der kommt noch nicht so. Ich meine, wir werden wahrscheinlich, keine Ahnung, desto mehr Early Pressure wir haben, desto besser, glaube ich, für die Nidalee, oder? Weil die werden sonst wegpicken, bitte. Dann, ja, also wegbannen, denke ich. Ja, ja, ich überlege, ob für Kassadin haben wir zu wenig Pressure. Wir gehen jetzt für Kassadin. Ich finde Kassadin ja, gut. Ich finde Kassadin echt fein. Aber wir haben da nicht keine Pressure, ne? Nee, ich gehe für Kassadin. Pressure ist eigentlich Wurst. Nee, wenn wir für die Nidalee gehen, finde ich, sollten wir dort auch ein bisschen forcen. Also du bist, also Corki gewinnt gegen Kassadin Early, oder was? Nein, eben nicht, aber gegen Kassadin. Du pushst ja an Kassadin immer rein. Ach, ich hab gar nichts von Kassadin gehört. Ich hab nur Cassio die ganze Zeit gehört. Ich hab nur Cassio gehört. Irgendein Supporter, den ihr nicht wollt oder irgendwas sowas? Tam Kench. Oh ja, Tam Kench für dich. Ja, Tam kannst du rausnehmen. Wäre für die halt auch. Also wäre für uns halt auch nicht schlecht gewesen, aber. Okay, den Tam ist so. Nee, da sehe ich ja schon eher einen Peer-Support oder halt. Nehme ich auf einem Bart. Oh ne. Obwohl? Mal gucken, was sie picken. Was spielt der Top-Player noch? Second? Most? Da waren Jax, erinnere ich mich dran. Also nicht so schlimm. War noch so eine Kamel. Ich guck mal gerade nochmal nach. Jax, Darius, Kamel, Jace. Die haben Last Pick, ne? Oh ja, Vladimir, wie wär's mit Vladimir Band? Die haben Last Pick, wenn du tanken willst. Nee, ich hab Last Pick. Wir haben Last Pick. Wir haben Last Pick, hast recht. Band Karma. Karma? Karma können wir selber spielen. Wenn die Karma picken, spielen wir Nami. Das hat noch keine Idee anscheinend. Den kam halt eklig mit Skana zusammen, da haben die noch einen Movement Speed. Weil das werden die für Zillion gehen, was andere. Kann ich Trash spielen oder so, oder irgendwas für Leona, irgendwas, was reingehen kann. Okay. Oder wir gehen für Zillion.
Okay. Wir müssen halt blind. Wir müssen halt eher Support blinden, ne? Ich meine, wenn wir jetzt eine Jenna picken, haben die, also auf Seelen, ja, ist unschön, aber haben die irgendwas, was uns hart countert? Jenna wäre halt richtig sick auch gegen Skarner. Also, ja, ich wäre eigentlich auch für eine Jenna. Ja, aber dann wäre halt noch gar kein, wir haben halt gar kein CC, keine Frontline bisher, ne? Ja, dann Taric. Taric, ja? Ja, ist okay. Auch noch ein bisschen Armor. Könnt ihr jetzt? Ich finde Taric auch nicht verkehrt. Kann auch gut mit der Trap Chain. Was könnt ihr denn jetzt picken, was euch? Ja, die werden jetzt für den Range, die werden jetzt für Lulu oder Jenna 99%. Aber Jenna ist halt so nice mit Korkib aus, ich glaube, die gehen dafür. Ja. Aber ist fein. Ich meine, jetzt haben die halt nicht so viel Frontline, wenn Tank spielen, und vielleicht können wir jetzt irgendwas picken, was denen ein bisschen pressured so. Vladimir wäre doch hier auch voll nice, oder nicht? Viel AP-Damage dann, ne? Geht, glaube ich, oder? Ich glaube, Toplane ist eh relativ wurscht, aber. Ich meine, die haben ja. Ich überlege an Ornn. Ja, Armor-Stacken ist ja viel einfacher als MR. Ja. Ich finde Trundle geil mit dem Trundle noch, aber. Trundle kann ich auch. Ja, ein bisschen wenig CC und Engage, ne? Ornn finde ich geil, glaube ich, hier. Trundle wäre ich auch dabei. Gib mir Ornn. Okay. Ja, mit Trundle fehlt uns halt wirklich komplett der Engage, so. Ja, das Ding ist halt, Sideline Engage hilft uns auch nicht so krass weiter. Das ist nice, ich habe übel Engage-Möglichkeiten. Also ich meine, überhaupt für Teamfights, so, weißt du? Wenn wir, also ich sehe einfach nur nicht so ganz, wie wir, wenn wir Heads und unser Lead großartig ausspielen können, ohne, wenn wir jetzt einen Trundle oder so hätten. Oh, wir müssen halt so oder so jetzt siegen. Oh. Ja, mit Trundle wäre es jetzt Pitbull, so ist es halt Group. So, halt. Aber zwei verschiedene. Oh, ich weiß nicht, ey. Weiß ich nicht. Denk da an Traden, ne? Mag Taric nicht. Warum hast du ihn denn Spiel? Was hast du denn gesagt, du willst Taric nehmen? Weil ihr ihn wolltet. Ja, aber dann sag doch, nee, will ich nicht. Ja, passt schon. Okay. Könnt ihr bitte traden? Ja. Ja, ich muss den noch kurz noch rummachen. Rummachen? Ach, rummachen, ja. Wem denn, mit dir selber? Ich hab Ignite, also 2v2 sind wir strong. Ja, wir sollten generell, glaube ich, im Topside rumspielen, ne? Cassio, also ich fick Corki relativ hart. Also Botlane mit Pressure technisch ein bisschen schwierig. Wenn wir Stunts durchkriegen, können wir gut trainen, aber gegen Jenna sollte das nicht passieren wahrscheinlich. Können auch im Botlane rumspielen. Auch gut. Oh, einfach Flashes aus. Aber egal, ich will's einmal testen, wenn's kacke läuft. Nächste Game nicht mehr. Nidalee wird schwer, sag ich, in dem Game. Ja. Aber geht. Oh. Aber scaling-mäßig sind wir jetzt auch nicht terrible, so. Nö, das alles ich fein. Bin Late-Game halt dann Healbot, ne, und Pokebot. Eben. Das war's dann. Also wir peen dann halt für Cave. Ja, genau. Ja, das ist halt, wir haben halt den Same. Guardian? Peel. Auf Taric? Gegen eine Pokebot? Ja? Scheiße, fuck. Ah, ich wollte Guardian. Ah, ist nicht so wild, Jungs. Dann wird's nicht hin. Wo startest du? Topside, I guess, ja. Okay. Ja. Oh, ich sehe so ungern, du rangiert auf Kate damit, aber. Nee, oder du bist Taric. Du rangiert auf Kate, gib dir halt Gates. Hier und dann gib ihm mit Q-Heal. Okay, Boys. Wenn er es dann mittelt, dann gewinnen wir den Trade halt hart, aber. Denkt dran, zu covern, ne? Herzlich willkommen, Leute. Erstes Game King of Spandau. Wir sind heiß. Hallo. Wie Frittenfett. Lass mal das Ding hier direkt übernehmen. Also ich mache Level 3 Clear, Red, Wölfe, Blue. Mhm. Skarner wird, denke ich, the same machen. Also wir können halt Bot echt, wenn wir mit einem Flash Stun echt gut ganken, weil Flash Stun, dann trifft man eine Trap, dann triffst du deinen Speer, das ist insane viel Damage und ja, ich CC kann Chain. Level 3 runterkommen. Können's probieren, wir werden auf jeden Fall auch reingepusht, also das könnte sich anbieten. Skarner ist wahrscheinlich halt, Early Jungle schneller halt als ich. Müssen wir halt nur gut executen, ne? Meinst du, der wird nicht resetten für Schnellschuhe kaufen nach einem Camp? Kann auch sein, ja. Wir können auch Warden gehen, wenn du möchtest. Ich würde hier versuchen, das Ding zu holen. Kannst du mitkommen, Johnny? Ja. Du musst vorgehen. Oh, 15 Gold, geil. Ja, Skarner ist auch Topside. Wir können einen Ward. Also, okay. Willst du oder so? Aha. Was machen? Wollen wir uns Level 1 direkt reinpushen lassen? Oder ich war, wenn wir die Wave contesten, dann wird es nicht runtergepokt. Ich glaube, wir sollten versuchen zu pushen. Ja, mal gucken. Also. Du hast dann Level 1, ne? Ich hab noch nichts.
Der startet Wölfe. Hat sich das Ding geholt? Oder Chogat oder so? Also wir werden nicht pushen, null contesten können. Ja, was fein, wie gesagt. Geht jetzt, ist jetzt am Blue, ja, ja, der macht Level 3 Topcaster Clear und geht dann für Predator. Je nach Pressure kann ich den theoretisch am Red invaden, ne? Also Bottle haben wir keine Pressure, Erdi. Die pushen uns rein. Midlane? Midlane geht. Ja, dann lass die Zeit nutzen, dass er länger braucht und Botlane ganken Level 3 mit Flash. Würde ich auch sagen. Die Botlane muss halt, um ihre Lane auszuspielen, die ganze Zeit hart aggro gehen. Okay, wir nehmen jetzt eine Wave an Turret an. Die warden jetzt. Die Wave in 10, 15 Sekunden resettet. Ja, wir haben gewardet. Ich kann aber von hinten kommen, ist kein Ding. Ja. Auf wen gehen wir dann? Jenna oder Varus? Was sich anbietet, oder? Aber ich würde sagen, Jenna, die hält weniger aus. Bin auf dem Weg, ja, lass auf Jenna. Okay. Sag, wenn du ready bist zu mir. Ich bin jetzt bereit. Mach keine Vision. Die geflasht. Haben wir. Nice. Ich hab noch Heal. Okay, das ist super huge für uns, weil wir sonst übelst gefickt worden wären. Good job. Ja, hey, das ist Gunner jetzt Red Gun. Der Predator, pass auf, Johnny. Oh. Leute, ich bin ready zu lassen, oder was machen wir? Ja, wir können auch hart. Ich hab halt Pickaxe, wir können auch hart pushen. Mal hart pushen, ja. Gut Job. Denk da an Skana mit Predator ganken jetzt, ne? Ja, wir werden jetzt Ultra Station, wir haben beide keine Flashes. Wir haben übrigens keinen Beweis dafür, dass gerecord ist. Der kann auch Topside im Jungle sein und Counter Jungle haben. Aber es wäre normal, dass das nicht freeze. Nice. Hey, hier ist er nicht. Richtig gut für uns. Good job. Aber der Chap ist ja echt nicht durchgekommen. Geht deine Stun-Dauer mit Level hoch? Nee, ne? Level? Oder? Nee. Ja. Oder doch? Ja, ich bin nicht weiter, ich weiß es gerade gar nicht. Geht's hier? Okay. Aber der, ist, glaube ich, so Time ab, weil wir haben noch ganz kurz bevor den Stun durchgeht, schon die Chap setzen. Ihr müsst immer auf die Dinger achten, ne? Ja. Ja. Ich kann jetzt aber mit Pickaxe, glaube ich, auch schon save und dann Turret lasteten, also es ist nicht so schlimm, dass wir reingepusht werden. Na gut, bei dem Mini jetzt nicht. Zählt nicht. Ja, zählt nicht. Ja, zählt auch nicht. Bot ist Mist gerade. Hey, der Java, der Varus wird resetten, die Jenna vielleicht irgendwie roam oder so. Jenna bitte. Ja. Die hat keinen Flash. Okay. Das war ein bisschen spät. Ich habe ja davor schon gesagt, wir sind das. Aber ja. Du sagst nochmal, ich hab's nicht gehört. Da war so viel über irgendwas Plastik und im Klick. Ja, ich gehe jetzt eh weg. Gunner immer noch hier irgendwo around. Wird seinen Topset Jungle wieder nehmen, der ist ab. Fuck ich denn? Okay, Scan hat nur Decker gerade. Ich muss Mitte ich gehe Mitte Base und TP wieder auf die Lane. Ich brauch die Tier. Jenna ist gerade Mist, die roamt gerade wieder. Oh, ich bin Base. Er hat gewardet, vielleicht auch Deep. Über die Wall oder so. Der TP hier direkt. Garner kann gerade top sein. Corki sollte jetzt. Also er war nicht zu viel risken, solange wir keine Flashes haben. Corki hat gebased. Ist Garner hier? Ich move. Corki soll auch noch base sein. Jenna könnte. Nee, Jenna ist hier. Corki TP zur Mitte, der ist jetzt hier. Fine. Okay, der Pinkball war richtig useless. Garner ist ziemlich low. Okay. Good job. Wollen wir hier den Pinkbot gleich claimen? Wollen wir da gucken, ob wir was machen können? Ich glaube nicht, dass sie das macht. Das wäre viel zu aggro. Ich würde gerne die Dings counter jungeln. Skana ist mit Base. Ich werde nochmal. Jo, wir haben jetzt gerade Push Pressure. Und durch den Pinkbot müssen wir auch vorsichtig spielen. Ich könnte gleich ein bisschen Minion Dematerializer benutzen zum Pushen. Ja, der Sound ist so buggy. Die clean jetzt den Pink? Ich bin da. Ja, go. Ich hab gar nicht hier. Ich neid raus, passt. Ja, ich hab meinen. Garner immer noch hier, der chased mich. Ich hab nichts. Bist du safe? Corki moved auch? Ich weiß nicht. Ich muss raus. Corki und ich sind ziemlich auf einer Höhe. Ey, wir können auf den Scanner drauf. Es geht Flash raus. Nice, good job, top. Musst du hier? Ja. Passt, Flash raus, Garner. Oh, gut, ich time. Alter, Underground, bist du auf einmal so fucking laut? Weil, das ist gut. Ja, aber hype das!
Ja, du bist ja gar nicht Lot. Ja, die haben Ignite raus, ich muss aber auch gerade healen. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Ja, ja, wir haben auch Ignite raus. Good job, Kevin, by the way. Jo. Kann ich den Pinkboard clearen? Ich glaube, es kann nicht. 300, ja, ja. 300 BF. Wir sind ein bisschen low. Nee, ich will hier den. Achso, okay. Ja, ich kann mittlerweile reinpushen. Dauert nur mal. Wird fein sein. Zwei Waves habe ich BF. Reset so schnell. Und geht dann Topside Jungle. Garner wird sein Blue jetzt machen. Der ist schon resettet. Hm. Der hat einen schnelleren Gank jetzt als ich erstmal. Ich glaube, ich auf dem Set hier, Alter. Kann sein, dass er auch meinen Red invaden will. Ich weiß es nicht. Weil die haben mich hier noch gespottet gerade eben. Ich bin relativ low-bot gerade, also wenn irgendwie eine Möglichkeit geht, dass jemand uns bot safe, sag mal bitte Bescheid. Ja, also Midlane hat jetzt Prio für eine Wave, würde ich Red performen. Okay, ich hätte jetzt BF, wir können resetten, aber wir können dann die nächste Wave nehmen, die wollen auch gleich, die wollen auf jeden Fall auch gleich weggehen. Und am Tower sind wir relativ safe. Kann echt höchstens sein, dass die mit Skana gleich kommen. Wann bist du 6? Bald, oder? Ich baller jetzt eine E rein, okay? Oh shit. Corki miss. Corki ist miss, ne? Ja, aber das kann nicht Botside sein. Wir haben noch Hälfte bis 6. Okay. Corki hat jetzt Package, die werden damit was spielen wollen. Oh ne, der hat nur den Blue bekommen. Das ist Jungler Topside. Jungler Topside. Okay, dann Garner Topside. Ja. Ich geh Midlane Base, ich hab Katalysator ab. Der wird dann auch basen. Und der hat dann, wie gesagt, Package. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass die Botline jetzt nicht weggedived wird. Ja, ja, wenn Kutscher 6 ist, ist fein. Wie ist TP? Garner ist auch on the way. Garner ist auch on the way. Ich denke, die wollen Botlane Play machen. Hat Sugar TP? Noch nicht. Okay. Ich hab auch 50, ich hab da. Botlane war es gerade geultet. Ja, Ult ist raus. Nice. Ich geh resetten jetzt. Corki hat noch keine Package aufgenommen. Der will diven. Ich kann noch nicht. Gar nicht. Ja, ich hab gar nichts. Ja. Corki kann jetzt moven. Okay, geh raus. Ist fein. Okay, ich muss jetzt resetten. Okay, Corki könnte jetzt moven. Ist okay. Predator ist raus. Die Bot von ihm will jetzt auch wahrscheinlich rausgehen. Also Corki ist immer noch miss. Ja, Botlane reset jetzt. Ich krieg die Wave for free. Wir haben ein bisschen Turret Damage gekriegt. Nice. Was. Gut, dass ihr die Varus so überlebt hat. Das war fucking close. Ja, war ein schöner Flash von. Aber Corki hat jetzt Package. Ich hab jetzt auch Tier, das heißt, ich werde jetzt ein bisschen länger sustain können. Ja, die Package ist ziemlich bad. Ich glaube nicht, dass wir was forcen können. Der erste Drake ist auch Mountain, ne? Wenn wir da irgendwie ein Play unten machen können, dass wir den kriegen, wäre ganz schön huge. Achtung, Corki von hier. Jetzt können wir keinen Play machen, ne? Die haben nee. Package. Nur später mal nicht. Ich hab auch einen Pink Ward, ne, hab ich nicht. Der wird jetzt mittlerweile free durchpushen können, wegen Package. Ich hätte nicht pushen sollen. Ich komm mal mit zu Johnny. Ne, der hat Package. Ja gut, dann geh ich nochmal Recon für den Pink Ward, hab ich nichts zu tun. Midlane jetzt miss. Der kann nur top kommen. Oh ne, der ist Bot. Ist hier unten. But why? Ah, die wollen. Von die okay, Drake? Die freezen nicht. Ja, wir sind jetzt gerade Base, ne? Jenna ist jetzt gerade. Ja, die gehen zu Drake. Können wir die da also brauchen? Wenn wir wiederkommen, können wir das contesten. Ich bin gerade stark. Oh ne, der geht Mitte drauf. Oh ja, ich bin auf dem Weg. Oder auch? Okay. Fine. Package raus. Okay. Und Jump auch. Achso, ich dachte, die sind schon am Drake. Jo, ist fine. Jenna immer noch Mist, Vorsicht. Keine Information gerade über Skana. Okay. Hast du gehört, Johnny? Ja, ja. Wir könnten halt theoretisch, wenn Kutscher wieder Flasher, das Play einfach nochmal machen. Ja, ich hole aber eben Golems und resette dann. Okay, ja, er hat eh noch lange keinen Flash. Aber ohne ist halt zu schwer gegen Varus Jenner, die können uns so gut kiten. Okay, unser Ziel ist quasi den Drake als nächstes zu nehmen, ne? Wir müssen ein bisschen den TP von Shogat respektieren. Müsste gleich wieder ab sein, oder? Kevin? Was denn? Wie bitte? TP von Sugar? Ja, der ist jetzt ab. Ich hab auch ab. Also wir sollten halt... Du hast auch ab? Aber ich hab Pressure. Hey, ja. Bei mir steht, dass du es nicht abhast. Jo, same. Doch, ich hab auch cool. Okay, cool. Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. what the fuck? Ja, ich hab jetzt auch gleich wieder TP ab. Ja, dann lass doch für Botlane Play Forcen. Wenn ihr gerade stärker seid. Ja, ist halt... Also, was heißt stärker? Ist halt trotzdem Jenna Varus Level 6. Ja, wenn ich Level 6 hätte, sollten wir das easy machen können. Ja, wenn Tabic Level 6 ist, sollten wir das machen können, auf jeden Fall. Also, Corki ist ja noch vor Triforce weg. Ich würde eigentlich ganz gerne davor sogar noch fighten. Ich überlege gerade, ich gehe aber davon aus, dass Garner gerade Botzeit ist. Ja, Flash ready, Flash gleich, hier gleich. Ich habe Pink Ward für den Tribush, Quatsch. Also, wenn wir Drake forcen, kann ich halt Traps legen. Und wir können halt mit Traps und Miasma die eigentlich ziemlich easy wegsohnen. Na, dann müssen wir aber auf jeden Fall ein TP-Ward haben für Kevin. Also, dann. Ja, wir können ja Tribush einfach
worden, oder? Ja, aber also erstmal haben wir jetzt wenn eh erstmal. Wollt oder wenn ihr was machen wollt? Wir wollen Drake gehen. Achso, ja. Da müssen wir aber dann erstmal ein bisschen jetzt aufpassen, ne? Weil Nedel wird jetzt einmal resetten. Ja, ja, wie gesagt, also Kutscher ist eh noch nicht Level 6, der wird jetzt noch auf die Lane brauchen, die Wave, also noch so 30 Sekunden bis 6 ungefähr. Ja, ich, ja, ja. Wir haben ja auch keine, also wir haben keine Pressure, so ist jetzt nicht so, als ob wir Botlane aufs Maul kriegen, wenn wir jetzt nicht all-in gehen, aber vor Ginsus wäre, glaube ich, noch nice, was... Ich glaube auch, also die haben halt beide ihren Ginsus Trinity Force Power Spike und wenn die den haben, können die halt easy Drake forcen, ohne dass wir kurz was dagegen machen werden. Sind wir ready? Ja. Ja. Deswegen würde ich auch versuchen, dass wir ein Game forcen jetzt quasi. Ja. Im Game. Ja, wie gesagt, ich mach Dings und bin ich jetzt im Mini dafür müsste hier für die Scheißpause. Das war sein Plan. Ja, er misst gerade wieder, ne? Immer noch? Nicht vergessen. Jo. Hier ist ein Pink. Be careful on bot. Holy, du stehst ja super deep. Ja, so, ich hab gepinnt. Ich bin hier, Okay, ich move. Wahrscheinlich tot bist du dann. Ach, sorry. Ich hab dran gedacht, dass Scannerbot ist, man. Ich hab doch gerade eben noch Scannerbot gecallt. Ja, ich hab's einfach nicht, ich hab nicht dran gedacht. Ich hab komplett mein Mind irgendwie weggeballert wegen der Pause. Ich bin für ein Remake. Okay, ja, für die Die haben mich jetzt auch noch gespottet mit der Pflanze. Oh, die werden für Drake gehen. Scan hat geultet, ne? Ja, ich hab auch keine mehr. Der hat dich geultet. Oder doch, doch, hat er. Doch, doch, der hat dich geultet. 100%. Scanner hier. Ja, Varus hat Flash. Wir können das 2-on-2, können wir fighten, by the way. Ja, Varus hat Flash raus. Okay, ja. Ich komme. Die wollen mich bot vom Turret zone. Ich komme. Ah, ich bin dead. Okay, ich bin da, Anakin. Ah, Corki ist auch noch hinter uns. Jetzt könnt ihr nicht fighten. Ich bin auch gleich da, aber... Holy shit, Alter, die hat mich einfach so gedeicht. Was hast du? Was hier passiert? Wir haben immer noch alles gute Möglichkeiten. Okay, wie reagieren wir jetzt darauf, wenn die swappen wollen? Was machen wir dann? Ich glaube, die werden nicht swappen darauf für den Drachen. Sonst nehmen wir Drachen und Bot-Turret. Ja. Also okay. Wir können gegen swappen, aber der wird jetzt Ginsus für die haben. Der ist sehr, sehr stark, gerade der war aus. Okay, Corki hat gerade TP'd. Oh, der hat ohne Trifers TP'd. Und Jenna ist gerade auch based. Der hat noch ein Schild bekommen. Hm. Ja, dann lass jetzt. Ah, jetzt haben wir kein TP mehr, ne? Oh, boah, das hat unseren Plan gekillt. Wir hatten auch kein TP. Ja, ist jetzt hier nicht den ganzen Tag rum. Wir hatten TP, ich hab ja versucht zu gehen. Ja, wir hatten ja TP unten. Oh, mein Gott, das ist toll. Geht der weiter? Ich roll mal bitte. Oh, das ist eine Minion noch. Ah, ja, das ist sad. Ich hab ihn geultet und dann hatte ich keinen Mana mehr. Und ich hab also, halt. Mach mal, die swappen halt hoch. Entweder ja, wollen wir Drake sofort forcen? Müssen wir jetzt hier dann. Das im ja, ich TP sofort wieder Mitte. Ah, oh, fuck. Ich was mit kannst du auch Mitte kollapsen, Kevin? Oder wir forcen den Turret, Bot. So, ich bin hier, der kommt. Ich komm. Ich komm auch. Ich kann noch move. Ja, kommt weg. Hier, Skana. Ja, ich komme, ich bin beide Kevin. Ich bin beide Kevin. Du Bot, ne? Du komm auch. Kutscher. Okay, nice. Oh, sorry. Bei Drake. Ja, er sollte Drake. Können wir Mitte pushen? Wir zu zweit, ja. Ja, ja, ihr könnt Drache machen. Ich nehm Tim Drake. Ja. Geh du mit Sola. Sola, geh bitte. Okay. Könnt ihr nehmen? Luka kommt zum Drake. Ah ne, Chuka TP. Mitte. Er wird killtrapped. Achtung, Varus von oben. Kannst ja, die kommen alle, wir gehen raus. Okay. Okay, geh Bots, oder? Also der Varus wirklich strong gerade. Muss aufpassen. Könnt ihr das Mitte treffen oder soll ich Mitte? Ja, passt. Kann auch noch kommen jetzt gleich. Wir sollten eh wahrscheinlich Caitlyn Mitte und Hasio Bottom. Der hat schon fucking Rage Blade, Alter. Wenn ich da ult hab, ist er tot. So. Ich hab auch nicht jetzt. Übel Bad gespielt, aber. Gunner mal im Red. Ich muss basen. Gunner mal im Red. Da hat kein Flash. Aber die sind halt alle da, ne? Komm Mitte. Oh. Ja, du musst aufpassen. Soll ich ulti? Ja. Oh lol, der ultet nicht. Kannst du ulten? Oh fuck, Corki ist wieder da, my bad. Jenna moved zu euch.
hab Infinity ready. Push in Mitte weiter. Bin da. Bin das dann. Noch einer? Ich war nicht in Range. Gut gemacht, Kutschi, sorry. Wenn ich das besser mache, ist der Rip. Okay, ich resette. Okay, dann läuft Mitte. Ja. Kannst du eine blocken, Kutschi? Ja. Hat er Herald gemacht? Ja, wahrscheinlich jetzt. Na, wobei. Ich glaube nicht, dass die Mitte forcen werden. Nee, könnt ihr auch gar nicht. Warum ist wieder Bot? Oh, ich würde Bot gehen. Er hat einen Jet Havi. Ich kann hier unten drauf. Hier die Jenna. Schönes Ding. Ich hab keine Ult. Nice. Oh, schöner Trap. Well played. Wir lassen sollen, sorry. Nö, ist fein. Ich hab nichts absolut, pass auf. Ja. Warum ist immer noch Bot? Ah, der macht so viele Fehler, ey. Der soll einfach sterben. Varus Miss. Mir ist fast um. Muss nochmal basen. Hätte in 2 Waves Static, das wäre für unsere Situation, glaube ich, deutlich besser als Infinity Rush für den Wave Clear einfach. Ne, 500 brauche ich noch. Varus immer noch hier, kann mich einer von Mitte kollapsen? Corki könnte Move, ja. Okay. Der ist based. Corki Package. Sich traut mich zu phasen, ey. Oh fuck. Wir werden Herald Mitte Play machen. Ja, ich musste flashen und bin ich müsste eigentlich unbedingt resetten. Ah, die werden Mitte reinpushen. Ja, die machen Herald Mitte. Aber hört ihr zwei deppen? Ja, ich bin auf dem Weg. Also T1 kann ich auch, wenn ich bleibe, nicht contesten. Kommt von Tier 2? Bin auch auf dem Weg. Ja, alles clear von Wards oder haben die Wards? Ich weiß es nicht. Das ist fein. Dort haben wir gerade Slow Push. Ja, ich hätte einfach überlegen, wie wollen wir das. Also, was wollen wir jetzt erstmal machen? Wollen wir erstmal weiter chillen so? Ich glaube, aktuell ist halt Coffee mit dem Team. Ja, kann ich chillen. Gar aber hier. So hat ausgeht, oder? Doch. Aber wir spielen gerade gegen Rage mit 3D Force, also es gibt keinen schlechteren Moment, um Fight zu forcen, als den jetzt. Wann haben wir Power Spikes? Wenn ich zwei Items habe, zwei. Ja, zwei Items sollten wir deutlich stärker sein. Sollten wir probieren, bis dahin noch ein bisschen zu chillen. Muss nur einfach Vision aufzubauen und vielleicht irgendwie was sortieren, dass wir irgendwie einen Turm snacken können irgendwo. Oben hoch. Ja. Pass auf, Kevin. Vision ist eigentlich nicht schlecht, aber ich muss aufpassen, ich habe keinen Flash. Scanner hat Ult Ready. Flash wahrscheinlich auch. Predator hat er über die Use. Wie viel Cooldown hat Predator? Schon relativ viel, oder? 3 Minuten, oder? Ja, nee, 124 Sekunden. 142 oder irgendwie sowas? 124 Sekunden. Also 2 Minuten. Also ich kann eben den Corki trotz Triforce auf jeden Fall halten, aber der hat ein bisschen Push-Prio. Take care. Na, Botlane, Midlane, same. Ja, sie werden wahrscheinlich gucken einfach, also aktuell können die ja nichts machen, außer versuchen mit Push-Prio irgendwie Plays zu machen. Kannst du Top-Prio Wave annehmen? Oder? Ja. Jenna, ich hab resettet. Ich werde auch Banner gehen, aber erst nach Frozen Heart. Cookie ist gerade Base wahrscheinlich. Der hat eine Wave durchgepusht und ist gerade Miss. Ich push eine Wave und gehe dann auch Base. Ich heb mir mal den Materializer auf für die Banner Minions. Jo, bitte. Machst du dann noch mehr Damage gegen Banner Minions? Nee, gegen Kommandos. Okay, Koki gerade Mist, der sollte jetzt allerdings die Botwave annehmen. Wir haben gerade Scanners halt irgendwann bei Ben. Dragon 1, Koki wieder Bot, ich geh grad Base. Gehen hoch zu Sola. Ich hab TP. Die wollen mich. Ich kann TP'en. Okay, ich komme. Der Varus getroffen, kannst du Backline? Scanners low. Backline. Ich bin auf Varus. Aufpassen. Ist noch was, ja. Hol die? Viel Mana. Nee, raus. Hast gar nicht noch Ult? Nee. Müsste er? Okay. Nee, hat er nicht. Ich hab noch Heal zur Not. 1, 10, Ult. Ich glaube, ich hätte noch mehr Damage machen können. Das war so risky. Wir gehen Drake. Brauchen können wir das her? Poken? Der ist schon ein Rapper. Können wir den? Ja, ich komm. Der Varus ist ja gerade alleine.
Oh ne, hier ist auch die Janna. Ich kann die flanken, theoretisch. Komm auf. Ich hab nicht mehr viel Mana. Gott, der Bild ist komplett weg. Ich komme. Jo. Gunner ist ja auch noch irgendwo. Ah. Ja, der ist unten, aber der ist Half-Life. Der macht jetzt doch nochmal den Red. Ach so, ich dachte, du bist closer an, okay. Let's go. Die gehen Drake. Ich geh Base und dann sofort zum Drake. Können wir das poken? Kannst du stayen, Solo? Bist du da, ist ja dann. Ich hab halt gar keine Ahnung. Nee, ich bin auf dem Weg, Ghost geht trotzdem. Aber der ist safe down, bevor du da bist. Ich brauch's, ne? Wegen dem Block, also machen. Alles gut, so, der ist 3000. Was haben die so Angst vor mir? Weiß ich auch nicht. So nice. Lol. Übernehmen den nicht, übernehmen den nicht. Warum, hä? Steh ich nicht so ganz. Wollt ihr ihn machen? Nein. Dann übernehmt den nicht. Ja, so läuft ballert die ganze Zeit drauf. Ja, ja dann nur halt drauf. Call, so. Ja, hab Tim ich! Tim hat gesagt, das übernehmen, da hab ich drauf gehört. Lass er jetzt. Ja, keine Ahnung. What the fuck, Alter? Könnt ihr mal aufhören zu diskutieren, während wir da. Ist halt so. Egal, das ist halt ein Skana. Der hat noch R. Corki ist da oben, slow. Den ultet. Der war aus, Oh, fucking hell. Ich muss hier raus und ihr rennt da weg, während wir fighten. Das ist halt nur, weil ihr dumm rumdiskutiert, Alter. Holy, das fuckt mich gerade echt ab. Ja, lass einfach darüber reden, so. Ja, soll die dreimal raus, sagt. Was soll ja, dann habe ich doch auch aufgehört. Die sind rausgegangen, Tim hat gesagt, lass übernehmen und dann kam kein Call mehr. Natürlich übernehme ich den dann. Und die sind ja auch erst weggegangen. Wenn wir dann von Anfang an sagen, wir sagen die ganze Zeit, ja, ich komm aus der Base, wir contesten, dann gehen die weg und der Call ist, dass wir den übernehmen. Dann muss halt der Call von Anfang an sein, dass wir den resetten lassen, wenn die weggehen. Und das war ja auf gar keinen Fall. Ja, ist ja egal. Also, du könntest ja nachher nochmal anhören, aber es macht halt keinen Sinn, wenn wir zwei verschiedene Dinge glauben. Den Drake rumpullen war eigentlich scheißegal. Das Problem ist, dass wir einfach nur da gesplittet haben, 24-7, was halt... What? I don't know, so. Anstatt einfach geclosed hier raus dann zu gehen. Ja, aber so. Dann call das doch. Dann ist es egal. Ist Vergangenheit, dann wenn sowas ist, war scheißegal, weil ich gesagt hatte, ihr habt diskutiert, so. Ja, komm, das lass dich übertreiben. Wir haben zwei Sätze gesagt, so. Wenn du das sagst, dann passt das trotzdem. Ist ja nicht so, als ob wir keine Ohren haben, wenn einer was sagt und der andere auch was sagt. Ich glaube nur noch 800 habe ich Static, dann habe ich Damage. Der Varus ist aber sehr, sehr strong. Cocky hat auch schon Infinity Edge. Also ich denke, wir müssen halt gucken, dass wir trotzdem versuchen zu fighten und sehen wir halt 100 Skills. Ich habe jetzt auch Tier ab, die hatte ich gerade, also... Oder wir gucken, bis die Nash Play versuchen und versuchen da was zu machen. Cocky wird wahrscheinlich Botlane nicht matchen. Ja, ich kann ihn auf jeden Fall fighten, immer noch. Das ist top. Okay. Ich bin immer noch ziemlich strong. Gerade ist Nash, by the way, priori. Das heißt, die Wards sind hier super useless. Pink Wards hier. Jo, true. Ja. Ich gebe Ace für Pings. Hier ist ein Skana. Ich komme. Ich habe auch Ult ready. Nein, ich nicht. Ja, außer jetzt wird es gerade ready. Ich brauche noch 200 Gold für Static. Okay, eine gute Wave. Ich geh top. Lena keine Ult. Okay. Und die muss Base. Ich kann irgendwie Fight forcen. Fight forcen wird schwer. Ich habe relativ viel Cash gerade in der Tasche. Wir können Nash Vision holen. Kann sein, dass Cho von hier kommt. Ich tue die Top Prio. Da können wir bei Nash Vision holen. Ja. Nimm die nächste Wave, dann muss ich einmal resetten. Aber ich kann auch durchaus. Okay, stop. Der hat übrigens keinen Flash. Noch knapp 2 Minuten, aber kein Flash. Okay. Die haben ihn gestartet, die haben ihn gepult, Ich hab kein TP. Oh, 6k. Okay, wir müssen mal rein. Ja, es ist das Ding sonst, ne? Nice. Oh, du kommst sogar raus vielleicht. Raus. Good job. Ich bin irgendwie gerootet. Ja, war raus. Die engagen. Ach, wirklich. Raus. Ist okay, lauf. Alter, ich ulte ihn und... Er ulti dich halt closed einfach auf. Die komplette Gap, bis meine Animation raus ist. Kannst du, jemand hier schnell botten und so, oder? Die kennen Banner-Dings. Ja. Die wollen Mitte vielleicht pushen. Ich kann die Wave ultien. Okay, ich komm. 1,20? Okay, die wollen top nehmen, ne? Lass top so um. Wir können das auf jeden Fall defen, denke ich. Ich bin 10 Sekunden ab. Ja. Ah, ich hab halt keine Ulti, jetzt 1,10. Ich denke, wir können das einfach wave spielen. Hat der Cho irgendwie gepennt, oder was? Ja, weil es einfach super viel ist, aber ja. Ihn hat zu früh gesmited. Ja. Du hat gar nicht gefoodet.
Okay, Varus ist Bot. Ich glaube nicht, dass die den Top. Die werden oben resetten. Wollt ihr die vielleicht chasen? Ja, ich denke, die sind schon sehr weit oder? Hat der Varus Sams? Kein Flash. Noch kein Flash, ne? So in 3 Sekunden zur Karte. Wollen wir Top Turret? Wenn ich der Backup. Wir können weiter pushen, Ja, ja, ja. Kann das beim Break? Wir haben auch TP, Double TP ab. Ich bin auch eigentlich echt ganz gut dabei. Hätte jetzt noch einen Seal beim nächsten Weg. Über das Top. Scanner Mitte. Rotieren, Johnny? Die Wave und dann Mitte rotieren schnell. Jo, mach ich. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Den Backpeel. Die wollen fighten. TP. Komme. Ich hab 2 Sekunden Stun. Lass mich da nicht vorne alleine, please. Okay. Ich hab kein Leben mehr. Wollen wir mitteswappen? Mitte rotieren? Ja, ja, ja. Okay. Kein Ult, ne? Wir müssen ihn nicht catchen, Vorsicht. Ja. Ah, 15 Gold auch für mich. Gib mir mal die Pflanze, bitte. Wir haben Nash, also ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Angst haben. Skana? Oh, die wollen mich. TP hinter uns. Scheiße, mein Wert. Ja, ich wusste nicht, dass sie Flash wieder aufhat. Trap sitzt. Nice, good job. Könnt ihr Wave gehen, oder? Ja, ja, easy. Ich komm zu dir. Oh, ja, wieder hingehen solltet. Ja, die weiter so Flash checken. Oh, mit der Ult warten. Ja, viel später, Digga, ist fein. Ja, bla bla, Alter. Jetzt hab ich da. Warte ja, dass wir weiter reingehen. Was soll denn jetzt bla bla bla? Ich war ein bisschen tiltet über meine Ult! Ja, Freunde, ne? Wir sollten mal ein bisschen wieder runterkommen. Ich war Alter, auch verbrannt. 500 habe ich. Ja, will ich nicht warten? 500 habe ich Firecan, da bin ich echt gut dabei. Der hat jetzt gerade Runans, der raus ist noch ziemlich jung. Über Mitte weiter pressen. Ah, können die nicht. Wir werden top rotieren. Ja, die werden top rotieren. Zum Banner. Wann haben wir Ult? Ich habe Ult. 30 habe ich noch. Und 25. Können wir immer noch Wave clean, denke ich. Könnt ihr sogar fighten so? Ja, ich hab jetzt 20, ich hab, okay. Ich hab 2 Kerl gerade. Ne? Ich hab wirklich 200. Der ist Mitte, der ist gar nicht. Die gehen Mitte. Können wir da Collapse? Hier? Ich bin auch Turbo, ich komme. Oh shit. Den wollte ich nicht. Komm, ja, komm. Egal, guter Versuch. Ja, hätten wir das okay. Vielleicht machen können. Aber passt. Gorki kommt jetzt erst mit. Gorki hat Package. Jo, 200 Gold habe ich Firecan. Na, das ist eh ausgelaufen. Lass mir mal die Welt. Ja, das ist auf jeden Fall Sola noch die. Ich brauche definitiv Jungle Farm immer noch. Okay. Drake ist jetzt ab in 5 Minuten. Jenna hat resettet, können wir Mitte pushen? Corki Spot. Jenna, können wir Mitte pushen? Ich dachte, wir sind Rapid holen. Ihr seid uns zu dritt. Jenna ist Base, ist Free Push gerade. Ja, aber dann verlieren wir Drake, oder? Corki Spot, Jenna ist Drake. Drake ist sowieso in der Ocean. Oh, okay. Stuffing Ult. Ich glaube, du brauchst einen QSSL. Gar nicht geholtet, ich würde mich gleich holen wollen. Ja, ich bin dead. Holy shit. So schwer gegen den irgendwie wegzukommen, Alter. Holy fuck. Ja, wir müssen halt gut sein. Wir dürfen. War ja dumm mit diesen Duschen. Hab ich aber auch nicht dran gedacht. Einzelne Sachen, komm mal, die machen wir so einen Slip. Ich glaube, es wäre fein gewesen, wenn einfach nur auf der Varus würde stehen. Nice. Wäre wahrscheinlich. Botlane. Ich weiß nicht, ob wir das contesten können. Nee, Commander Banner. Hat kein Ult. Wir gewinnen das so easy, Alter. Wir werden einfach nicht reintrollen. Ja, bist du noch ein Kha'Zix? Corki hat auf mich engaged. Corki kein B. Ja, bist alleine gerade. Ich werde sterben. Oder? 5 Sekunden bin ich da. Alter, was macht der für eine scheiß Schaden, Alter? Ich bin jetzt da. Das da gucken wir mal. Baus über Step? Alter, der ist ja, what the fuck? Gott, ich hab mich so, wir haben immer noch Schaden. Lass gucken, was können wir da machen? Mit rein pushen, ja? Die Pichi, bitte Hunter, können wir da? Ja, chase. Oh, ich steh doch, ich die Pichi. Jo. Corki vielleicht? Corki. Interrupt den. Nice. Mitte. Top ist auch eine große Wave, ne? Corki, Alter, wir können sogar auch für Hilfe versuchen. Ich hab 20 Sekunden Ult. Ich will sogar diven. Wir haben gleich auch einen Ult, ne? Wieder. Ja. Wie lange? Ja. 15 Sekunden. Den fehlt halt echt Damage, ne? Wir müssen echt. Ich habe auch in 8 Sekunden meine Ult. Vielleicht können wir da richtig rein diven gleich.
Wir haben auch keinen guten Wave-Play gerade. Aber wir müssen jetzt mal wirklich mal gucken, was wir jetzt. Ja. Kling, kling, kling. Müssen wir wirklich mal Eier zeigen hier. Ja. 20 Sekunden? Und Trigger den Seed? Nimm mal Face, nimm mal Akku für den Minion. Das Minion. Wir haben nur noch eins. Den Minion, ehrlich gesagt. Wollen wir auf Quarus? Ja. Ich kann nicht flashen. Innep. Scanner. Ey Leute, ich kann nicht flashen. Warum? Okay, Scanner. Raus, wir müssen raus. Raus, geht raus wieder. Einfach diese war. Jetzt guckt. Vorhin da uns. Den Schub geben. Scanner. Corki? Ich will das Game. Durch. Ich hab den Varus gerade geburstet, aber ich kann nicht flashen. Mein D funktioniert nicht. Okay. Also, hier ist no joke, oder? Nee, vorhin ganz am Anfang, gar als nur Varus da war. Ich hab den Speer getroffen, der hätte Passive drauf. Ich konnte nicht flashen. Vielleicht war es gerade geultet oder so? Nö. Du warst geultet. Direkt am Anfang. Ich hab die ganze D gepresst durch. Keine Ahnung. Ich hab den da easy geburstet mit Lich Bane. Aber nächste Game mal ein bisschen mehr Fokus oder? Ja, keine Ahnung. Wir haben halt das ganze wir sind in der Pause verloren gegangen, so. Wir reden viel über unseren Wachen. Ich hab irgendwie, mein Brain war komplett weg und ich hab... Alter, ist so laut! Busy. Ja, ich hab halt wirklich gar nicht daran gedacht, dass Garner noch da ist, so wegen der Pause. Und das hat halt echt fast das ganze Game verloren, war richtig dumm. Der einfach nicht auf jeden Fall machbar. Ja, absolut. Und ich spiel kein Tabic, ich brauch irgendwas mit Range. Ich hab keinen Bock auf sowas. So belastend gepusht zu werden. Suchst du wieder den Code raus? Ich glaube, wir hätten echt selber die Gender picken können wahrscheinlich.